Schön, dass du da bist. Wenn du im Steam Next Festival jetzt die Demo von Soulmask spielen willst, dann würde ich dir ganz gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar wirst du wahrscheinlich starten hier unten am Wasser irgendwo, also vermutlich hier so in der Gegend. Das waren eigentlich so die Startpunkte. Ich kann dir aber schon empfehlen, geh ein bisschen weiter ins Land rein. Du hast hier die Start-Area sozusagen. Das ist dieser Bereich hier ungefähr. In diesem Bereich kannst du dich so bis zu Level 10 circa bis relativ gut bewegen und erstmal Erfahrungen auch sammeln mit den Tieren zum Beispiel, die es hier gibt. Es macht aber durchaus Sinn, schon hier in den Busch reinzugehen. Also erstens wird dieser Startbereich wahrscheinlich ziemlich stark besucht sein, sagen wir mal. Und viele Materialien, die du brauchst, die findest du dann eher hier im Hinterland. Deswegen empfehle ich dir, geh mal Richtung Dschungel schon mal. Im Dschungel gibt es hier diese kleinen Seen. Und ich kann auch empfehlen, dass du Richtung so eines Sees schon mal gehst. Dort findest du zum Beispiel Ton. Und ich habe am Anfang hier unten mal gebaut und ja, da wirst du nicht glücklich, weil eben zum Beispiel ganz wichtig gleich am Anfang Ton fehlt und du musstest dir dann erstmal suchen und das sind Dinge, die du hier findest. Außerdem kannst du hier zum Beispiel Fische fangen und so weiter. Also der Bereich der Map, den du zu Beginn siehst, ist auch eher nur dieser Bereich hier ungefähr bis hier, glaube ich, so. Diesen Bereich sieht man. Und dann findest du aber, wenn du weiter hier in diesen grauen Nebel eindringst, werden dir angezeigt solche Scouts, Barbarian Scout. Und um diesen Kartenbereich dann aufzudecken, musst du den Barbarian Scout einmal besiegen. Dann bekommst du eben als Belohnung den Bereich freigeschaltet, den nächsten Kartenbereich. Deine ersten Waffen werden sicherlich Speere, Holzpfeile und der Bogen sein. Und was ich am Anfang nicht wusste, wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst, dann machst du so einen, ja, Dauermove und bist damit entsprechend schneller, wenn du angegriffen wirst. Na komm, geh da raus. So. Ist allerdings auch etwas, was viel Energie verbraucht. Und Stamina ist wirklich ein Thema hier auch. Immer wieder. Ja, der rennt mir jetzt weg. Schau. Wo ist er? Da. Na komm her. Ja, also ich bin wesentlich langsamer als viele dieser Tiere. Und das macht sich eben aber auch im Kampf bemerkbar. Ja, das ist jetzt hier so ein, was auch immer, Tier, das mich eigentlich nicht angreift. Und da ist es weg. Aber wenn du angegriffen wirst, dann kannst du dich mit dem Speer so ganz gut verteidigen. So, das ist hier meine bescheidene Hütte. Und damit sind wir gleich beim nächsten Thema. Und zwar hast du einmal die Möglichkeit, dass du dir ein Campfire baust. Ein Campfire ist dann gut, wenn du es irgendwo aufstellst und du hast dadurch einen Spawnpunkt. Aber wenn du dir eine Behausung bauen willst, die tatsächlich nicht zerfällt, dann brauchst du ein Bonfire. So ein großes. Und dieses Bonfire riegelt sozusagen einen bestimmten Bereich ab, in dem du bauen kannst und wo deine Bauten nicht verfallen, solange das Feuer brennt. Und das Feuer brennt, wenn man hier möglichst viele Dinge reintut. Meins würde jetzt mit all den Dingen, die hier drin liegen, noch 31 Stunden durchbrennen und dadurch diesen Bereich hier beschützen. Da wir uns hier in einem Multiplayer hier befinden, ist es halt auch wichtig, dass wenn jetzt jemand nicht zurückkehrt ins Spiel, irgendwann die Sachen weg sind. Und der Verfall geht relativ schnell, das kann ich euch sagen. Außerdem brauchst du das Bonfire, um bestimmte Werkbänke überhaupt aufbauen zu können. Ja, die hat sich da wirklich verfangen. Die kommt da nicht weg. Ich nehme ihr das hier mal. Nicht recycle. Relocate. So. Stellen wir das mal dahin. Kommst du jetzt da aus der Ecke raus? Ja, jetzt. Okay, jetzt muss sie sich erstmal ausruhen. Ja, na gut.
So, also Bonfire, ganz wichtig, um deine Gebäude zu schützen. Und das muss brennen. Und das normale Lagerfeuer, das kannst du als Spawnpunkt setzen, wenn du dich weiter wegbewegst. Und ich kann dir sagen, du wirst relativ häufig, gerade auch am Anfang, sterben. Die Gegner sind recht stark. Und es macht auf jeden Fall Sinn, so ein Campfire ab und zu mal aufzusetzen, damit der nächste Death Run nicht so unendlich lang wird. Dann gucken wir mal ins Menü rein. Also mit der Tab-Taste kommst du in dein Handcrafting-Menü. Hier kannst du schon zu Beginn zum Beispiel eine Wasserflasche herstellen, wenn du Dinge hast. Oder du kannst Leinen herstellen, um dir die erste Kleidung hier zu machen. Und was dabei auch auffällt, sind hier die unterschiedlichen Farben der Kleidung oder der Materialien, die man herstellt. Das heißt, du lernst im Laufe der Zeit bessere Dinge zu machen, aber du stellst sie von Anfang an in unterschiedlichen Qualitäten her. Das ist halt Zufallssache, ob etwas besonders gut oder weniger gut hergestellt wird. Wir haben hier zum Beispiel etwas, das ist episch. Dann haben wir hier exzellent. Wir haben hier legendär. Und je nachdem, wie gut das ausfällt, desto besser ist natürlich dann auch zum Beispiel die Menge an Health Points oder Attacke oder was auch immer du durch diese Dinge bekommst. Dann gehen wir weiter hier oben zum Character-Menü. Hier siehst du, ich bin jetzt schon Level 30, also ich habe jetzt für dieses Tutorial meinen bestehenden Charakter genommen. Ich wollte keinen ganz neuen jetzt machen, weil die Entwicklung bis zur Stufe 30 dauert schon eine ganze Zeit. Und immer wenn du irgendetwas machst, also wenn du kämpfst, wenn du etwas herstellst, wenn du einfach durch die Gegend läufst, dann bekommst du hier zusätzlich Punkte, je nachdem, was du gemacht hast. Wir haben hier Wahrnehmung, wir haben hier den Körperbau, wir haben hier die Stärke, wir haben die Ausdauer oder Stamina und wir haben die Beweglichkeit. Und ja, je nachdem, ob ich viel laufe zum Beispiel oder bestimmte Waffen benutze, werden diese einzelnen Punkte hier gestärkt. Und so steigst du dann automatisch immer weiter im Level auf. Und hier hast du dann die einzelnen Punkte nochmal ganz detailliert auch aufgeführt. Hier oben siehst du, wie du insgesamt aufgestellt bist. Also mir geht es jetzt gerade so mentalitätsmäßig, so ja, zwischen joyful und ruhig. Ja, ruhig, das ist wohl eher ruhig hier, das kam. Was du tun musst, du musst zum Beispiel gut essen, du musst schlafen, du musst dich ausruhen, damit es dir auch entsprechend gut geht. Recognition, wie gut werde ich von meinen Stammesmitgliedern? Ich habe erst eins, das zeige ich euch gleich, wie ich dazu gekommen bin. Erkannt. Viele Dinge kannst du natürlich verändern und verbessern. Und da gehen wir mal hier jetzt auf Proficiency. Das heißt, hier sieht man im Detail, was ich getan habe und wo ich entsprechend Punkte gewonnen habe, dadurch, dass ich Dinge hergestellt habe oder benutzt habe. Immer wenn du ein Level erreicht hast, für einen Punkt, zum Beispiel müsste ich jetzt brauche ich nur noch einen Punkt hier bei Holzhacken, dann bin ich auf Level 30 und dann kann ich hier auswählen, einen dieser Punkte, will ich schneller Holz hacken, will ich mehr Holz hacken, wie lange hält mein Werkzeug oder wie viel Stamina kostet mich etwas. Und das gleiche gilt auch für die Waffen. Ich habe zum Beispiel zu Beginn sehr viel mit dem großen Schwert gekämpft, dann gedacht, ich packe die ersten Punkte mal hier in mehr Schaden machen mit meinem Schwert. Ich hätte aber vielleicht auch Stamina-Kosten reduzieren sollen, weil Stamina habe ich im Laufe der Zeit festgestellt. Also die Ausdauer ist ein Riesenthema. Und so hast du deine einzelnen Waffen hier und kannst sie weiterentwickeln. Oh, haben wir hier was, was wir vergeben können? Ja, hier schau, hier können wir was vergeben. Ich habe eben relativ viel den Speer benutzt und kann mich jetzt entscheiden, mehr Schaden. Ich gehe mal hier jetzt auf weniger Stamina. Und jetzt drücke ich die Leertaste und dann habe ich das hier sozusagen erworben, diese Fähigkeit. Das hier könnte eventuell, oh ja, guck, Mining habe ich auch gemacht jetzt eine ganze Zeit. Ich will mehr.
Das war jetzt schneller, aber ist egal. Es geht ja jetzt nur darum, euch das zu zeigen. Und die nächste Stufe wäre dann 60. Wenn ich Stufe 60 erreicht habe, kann ich wieder etwas auswählen bis 120. Der nächste Punkt hier, Mastery. So, ich habe jetzt bestimmte Sachen schon mehr oder weniger gelevelt. Wenn ich ein bestimmtes Level erreicht habe, dann kann ich sagen, ich möchte jetzt einen neuen Skill hier dazu lernen. Dann kann ich mir das markieren und kann dann mit E diesen Skill ausrüsten. Das heißt, wenn ich jetzt losgehe und mit meinem Schwert kämpfe, dann würde ich hier diesen Skill zur Verfügung haben. So kann ich mir also diese ganzen zusätzlichen Dinge hier lernen, was den Kampf angeht. Das sind also diese drei Bereiche, die ihr hier im Charakter-Menü zur Verfügung habt und wo ihr Dinge freischalten und lernen könnt. Und es ist wirklich auch ganz wichtig, dass man da reinguckt und diese Sachen aktiv einstellt, um im Spiel voranzukommen. Über Items komme ich wieder zurück in mein ganz normales Handcrafting-Menü. Und ja, was hier noch interessant ist, ich kann hier natürlich das Ganze sortieren. Und wenn ich jetzt sage, stell mir das her, das mache ich mit E, drücke ich herstellen, dann kann ich hier einstellen, wie viele ich haben will. Das gleiche gilt natürlich irgendwie auch an jeder der Werkbanken, die man hat. Man drückt hier, man zeigt auf das, was man herstellen will, drückt E und dann wird das hergestellt. Und hier ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wenn ich mache jetzt mal mehr, so. Wenn ich jetzt hier drin bin, ich muss hier drin stehen bleiben, damit tatsächlich ich auch etwas herstellen kann. Und ich kann jetzt aber mit Tab hier sozusagen rausgehen, trotzdem hier weiterarbeiten und kann nochmal Tab drücken und kann dann sagen, okay, ich gehe jetzt in mein Handcrafting-Menü und stelle derweil hier auch etwas anderes her. Oder sortiere hier was oder mache irgendetwas anderes. So, jetzt war er fertig. Wenn ich fertig bin, gehe ich automatisch raus. Ansonsten kann man jeweils durch Drücken der Taste R wieder dann hier rauskommen. Zeigt euch das nochmal. So, wenn ich jetzt R gedrückt halte, dann verlasse ich den Tisch, obwohl die Arbeit noch nicht beendet ist. Ganz wichtig ist auch, all diese Dinge, was ihr herstellen könnt und die Werkbänke und so, das hängt alles miteinander zusammen, ist alles miteinander verzahnt. Ihr kommt nicht weiter, wenn ihr nicht alle Werkbänke sozusagen aufgebaut habt. Und mir fehlen hier jetzt in meinem Neustart, den ich hier gemacht habe, auch noch etliche Werkbänke. Genauso zum Beispiel Fischfallen, um Fisch zu fangen. Also um im Spiel weiterzukommen, ist es nicht nur wichtig, durch die Gegend zu ziehen und zu kämpfen, sondern du musst tatsächlich auch all diese anderen Dinge tun. Du musst craften, du musst Tiere halten, einen Garten anlegen. Ich habe das hier erstmal nur vorbereitet, so ein Gartenbeet. Ich habe noch keine Samen gefunden. Aber das sind alles Dinge, die ganz wichtig sind, damit du tatsächlich hier irgendwie vorankommst. Und du hast eben deine Stammesmitglieder, die du nicht ganz gewaltfrei überzeugen kannst, dass sie zu dir in deinen Stamm kommen. Dafür musst du aber bestimmte Sachen im Vorfeld haben. Und da gehen wir jetzt nochmal rein. Und zwar mit der Taste T kommen wir in unser Maskenmenü. Am Anfang bekommst du diese Maske und diese ganzen Punkte hier, die sich auf die Maske beziehen, das sind dann auch wieder spezielle Wissensdinge, die du lernen kannst, indem du die Maske weiter ausbaust. Und du findest, wenn du die Camps von, ich zeige es euch mal auf der Karte, wenn du diese Camps hier, diese Ancient Ruins, wenn du die angreifst und besiegst und dort ist jeweils eine Truhe, dann bekommst du diese grünen Steine. Und diese grünen Steine brauchst du, um deine Maske zu reparieren. Und dann gibt es noch diese anderen grünen Steine. Die sind dafür da, dass du den Energielevel deiner Maske wieder stärkst. Wir gehen nochmal in die Maske rein. Also ich habe hier schon im Laufe der Zeit einige Sachen freigeschaltet. Und das Letzte, was ich jetzt freigeschaltet habe, war Recruit. Recruit hilft mir, Stammesmitglieder für mich zu gewinnen. Also ich kann hier aktuell 3 Stammesmitglieder gewinnen.
Und das nächste wäre dann hier, dass ich entsprechend mehr Stammesmitglieder bekomme. Oder ich kann hier stärken meine Kampftechniken. Hier geht es mehr ins Thema Handwerken. Und hier gibt es einen Buff, der dich davon hindert zu sterben, wenn du irgendwie runterfällst. Und so baust du einfach deine Maske immer weiter aus. Du kannst mit eben mit dem einen grünen Stein kannst du etwas auswählen, wo du sagst, das möchtest du verbessern. Ich mach mal hier kochen. Neben dem Maskenmenü haben wir hier den Wissensbaum. Von Anfang an kannst du neue Dinge dazu lernen. Die ersten Bausätze zum Beispiel. Du musst dann immer auswählen, was du machen möchtest, und mit Durchdrücken der linken Maustaste kannst du dann diese Dinge hier lernen und entsprechend auch wieder neue Sachen bauen. Und hier geht es los. Das wäre hier der zweite Teil. Es geht aber noch weiter. Du kannst hier dann im Bronzezeitalter aufrücken, Eisenzeitalter, Stahl und bis Deep in Ruins. Also es gibt viel zu lernen, viel zu tun hier. Es gibt sehr viel zu entdecken natürlich auch. Was ich euch auch noch zeigen kann, wenn ich jetzt etwas esse, dann bekomme ich auch einen Buff. Ich habe jetzt hier nur normales gegrilltes Fleisch. Esse ich einmal und jetzt kann ich hier mit Y reingehen und sehe jetzt, wie geht es mir eigentlich. Also ich habe jetzt zusätzliche Gesundheitspunkte, Health Points bekommen für 5 Minuten. Und da ich zu Hause bin, habe ich einen höheren Komfortlevel. Ich glaube, das sind so mal die absoluten Basics. Ich zeige euch jetzt noch, wie ich meine Mitarbeiterin hier gewonnen habe. Die hat schon ein paar Sachen für mich gemacht. Die hat Leder hergestellt und die hat hier vorhin Rope für mich hergestellt, also dickes Leder. Und ich kann sie eben einer Arbeitsstation zuweisen und sie wird dann für mich entsprechend diese Arbeiten ausführen. Also du musst dir erstmal, wenn du so ein Lager gefunden hast, entweder eine Person hier rauslocken oder eben vorher die anderen töten. Dann gibt es so einen bestimmten Punkt, wo dein Gegner geschwächt, aber noch nicht tot ist. Und jetzt kannst du E drücken und kannst sie ja sozusagen betäuben mit deiner Maske. Und kannst sie jetzt aufnehmen und nach Hause bringen. Und ihr werdet es gleich sehen, ich war hier überladen. Ich habe dann im Endeffekt alles, was ich, oder fast alles, was ich in meinem Rucksack hatte, hier weggeworfen, damit ich nicht nach Hause schleichen musste mit ihr. Du musst vorher in deinem Maskenmenü schon den Punkt vor Recruit freigeschaltet haben, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und sie ist mir hier gerade eigentlich am Verhungern und wahrscheinlich würde sie irgendwann aufwachen, wenn ich ihr nichts zu essen gebe. Ich habe ihr dann diese Broth gekocht, also Brühe, und weil das das Einfachste war, was man hier kochen kann, da brauchst du Fleisch, Wasser und diese Tonschalen und dann kann man das entsprechend kochen und das habe ich ihr dann gegeben und zwar in ihr Inventar reingelegt und dann jeweils gefüttert damit. Sie braucht unbedingt etwas Flüssiges. Wahrscheinlich würde auch normales Wasser reichen, aber ja, also gesagt wird, man soll ihr Suppe geben. Wenn ihr Rekrutlevel auf 500 ist, dann kannst du sie rekrutieren und sie kann dann für dich arbeiten, aber sie kann auch für dich kämpfen. Und sie hat genauso verschiedene Level und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die auch verbessert werden können. Und du kannst auch sozusagen mit ihr die Rolle tauschen. Also du kannst in ihren Charakter reingehen und kannst praktisch dann diese Person spielen. Ich hoffe, dieser Guide erleichtert euch den Einstieg in Soul Mask. Ihr könnt die Demo vom 5. bis 12. noch spielen auf Steam. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare rein und ich beantworte es dann gern. Viel Spaß damit und bis dann. Ciao!